Die Gesellschaft und unser Arbeitsleben ändert sich immer schneller. Und für immer mehr Menschen ist es wichtig, dass sie unabhängig in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe und wie du das nachmachen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und normalerweise veröffentliche ich auf diesem Kanal ja Videos rund um die Themen Steuern, Buchhaltung und Finanzen als Selbstständiger. Die ganze Videoreihe, die jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird, die ist eine Ausnahme. Auch wir arbeiten mit ukrainischen Freelancern zusammen und dadurch ist der Krieg sehr nah. Dadurch bekomme ich mit, wie schwer das für einige Leute ist, online neue Kunden zu finden und online sein Geld als Freelancer zu verdienen, sogar wenn man eigentlich den perfekt geeigneten Job für Freelance-Tätigkeiten hat. Deswegen, du musst jetzt keine Angst haben, ich werde jetzt nicht der nächste Online-Guru, der dir erklärt, wie du schnell und einfach ohne Arbeit im Internet reich werden kannst. Das werde ich nicht erklären. Ich möchte in diesem Video aber zeigen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich bin auch über 10 Jahre selbstständig und habe einige Jahre meinen Lebensunterhalt auf Freelance-Plattformen verdient. Ich möchte dir einfach zeigen, wie ich das gemacht habe, wie du es selbst nachmachen kannst. Mein Ziel mit diesem Video ist, so viele Freelancer wie möglich zu erreichen. Idealerweise auch ukrainische Freelancer, die ihre Heimat verlassen mussten, um ihnen so zu zeigen, wie sie in Deutschland und in Europa Kunden akquirieren können und was für sie wichtig ist, wenn sie hier als Selbstständige arbeiten. Damit ich wirklich auch viele Leute erreichen kann, gibt es diese Videos auch auf Englisch und Ukrainisch. Du findest die jeweiligen Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Grundsätzlich kann man beobachten, dass die Art der Arbeit, also wie wir arbeiten, sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Das fing mit der Corona-Pandemie an, wo wir gemerkt haben, das Büro ist gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht ist auch das Unternehmen, für das ich arbeite, gar nicht so wichtig und ist irgendwie austauschbar, wenn ich sowieso immer zu Hause an meinem Laptop sitze. In dem Ukraine-Krieg ist es jetzt so, dass viele Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten und auch Menschen, die es gewohnt sind, einfach nur mit ihrem Laptop und mit ihrem Smartphone ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da wird jetzt sichtbar, dass auch das Land, in dem ich lebe, vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Das heißt, es ist möglich, unabhängig von Büro, Unternehmen und Land, sein Geld online zu verdienen, wenn du die richtigen Skills beherrschst und etwas hast, was du online auch für deine Kunden machen kannst. Und genau das wollen wir in dieser Videoreihe mal etwas genauer betrachten. Wenn du Skills beherrschst, die online von Unternehmen nachgefragt werden und die du online an einem Laptop oder Computer ausüben kannst, dann hast du eins, und zwar Freiheit. Dann kannst du nämlich von überall auf der Welt arbeiten und kannst von überall auf der Welt deinen Lebensunterhalt verdienen. Ich selbst habe das viele Jahre gemacht und habe auch einige Jahre meinen Lebensunterhalt ausschließlich über Freelance-Plattformen verdient. Und ich blende dir hier gerne auch mal mein Upwork-Profil ein. Ich habe mit diesem Profil innerhalb von nur einem Jahr über $50.000 Umsatz gemacht und konnte so meinen Lebensunterhalt bezahlen. Ich verlinke dir das Profil auch gerne unten mal in der Videobeschreibung. Guck dir das Profil an. Und wenn du denkst, dass ich so ein paar Punkte ganz gut gemacht habe, kannst du gern, wenn du es möchtest, das alles als Vorlage nehmen und selbst verwenden. Wichtig an dieser Stelle ist aber, ich habe das wirklich gemacht und ich werde dir in diesem Video und in den nächsten Videos wirklich ganz konkret in der Praxis erprobtes Wissen zeigen und dir eins zu eins zeigen, wie ich es wirklich selber gemacht habe. Das heißt, ich werde dir jetzt nicht großartige falsche Versprechungen geben, ich werde dir nichts erzählen, was ich irgendwo nachgelesen habe, wo ich Videos geguckt habe oder das, was die Unternehmen in ihrem Werbeversprechen erzählen, sondern ich zeige dir wirklich 100% transparent, wie ich es gemacht habe und du darfst gern alles, was ich zeige in diesem Video für dich verwenden. Jetzt fragst du dich vielleicht, was diese Skills sind. Also welche Skills werden eigentlich online nachgefragt und mit welchen Fähigkeiten kannst du ja deinen Lebensunterhalt in online verdienen? Ehrlicherweise sind das eigentlich alle Tätigkeiten, die du mit deinem Laptop online ausführen kannst. Das heißt, wenn du Programmierer bist, Designer bist oder Ahnung hast von Social Media Marketing, Content Marketing, Copywriting oder generell Unternehmen beraten kannst, als virtuelle Assistenz arbeiten möchtest, das alles sind Tätigkeiten, bei denen du online auch immer Kunden finden wirst und mit denen du quasi sofort loslegen kannst. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich, dass diese Liste nicht vollständig ist. Grundsätzlich kannst du alles, was irgendwie online ausführbar ist, auch online machen. Eine ganz häufige Frage, die ich bekomme, ist die Frage, wie viel Geld kann man denn im Internet verdienen? Die Frage ist genauso sinnvoll wie die Frage, wie viel ich denn offline verdienen kann. Am Ende ist eine Selbstständigkeit, bei der du online arbeitest und online Kunden akquirierst, ja nicht wirklich anders als eine Tätigkeit, die du offline vor Ort ausführst. Nur, dass deine Vertriebswege und deine Art der Arbeit anders ist. Genauso wie die Vor-Ort-Arbeit große Schwankungen hat im Einkommen, ist das natürlich bei Online-Tätigkeiten auch so. Wenn ich auf Freelance-Plattformen
Plattform schaue, dann finde ich Stundensätze zwischen 2 Euro und 500 Euro und ja, beide Gruppen finden auch ihre Kunden, wenn die Kunden das Gefühl haben, dass es die Arbeit wert ist. Von daher musst du dir nicht Gedanken machen, ob du denn genug für den Lebensunterhalt verdienen kannst. Du kannst online definitiv genug Geld verdienen. Ich persönlich habe pro Monat ungefähr 4.000 Euro verdient, manchmal waren es vielleicht 2.000, dann waren es mal 8.000. Im Schnitt waren es aber über mehrere Jahre hinweg ungefähr 4.000 Euro im Monat, die ich online verdienen konnte, habe da aber selten 40 Stunden die Woche für gearbeitet. Das heißt, auch du solltest in der Lage sein, deinen Lebensunterhalt online zu verdienen. Ich hoffe, mit diesem kleinen Einführungsvideo konnte ich dir eventuell schon ein wenig weiterhelfen. Natürlich ist das nur ein erster kleiner Schritt von einer ganzen Videoreihe. Das heißt, du kannst in den nächsten Tagen einige Videos zu dem ganzen Thema erwarten und wir werden Schritt für Schritt den ganzen Prozess gemeinsam durchgehen. Wenn du jetzt schon Fragen zu dem Thema Freelancing auf Plattformen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar, dann können wir auch in den nächsten Videos eventuell schon darauf eingehen. Grundsätzlich veröffentlichen wir auf diesem Kanal ja immer Videos zum Thema Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige in Deutschland. Das heißt, wenn das Thema für dich relevant ist, abonniere doch gerne den Kanal. Außerdem möchte ich dich an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch eine Webseite gebaut haben, wo wir eine ganze Menge Informationen verlinkt haben. Den Link dazu findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke dir auch unsere Telegram-Gruppe. Komm da gerne rein, wenn du zum Beispiel Feedback brauchst für dein Profil auf Freelance-Plattformen oder du noch eine Rückfrage hast für dein Anschreiben, dann findest du in dieser Gruppe Hilfe. Ansonsten findest du jetzt auch nochmal das englische und ukrainische Video verlinkt.